Freunde, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin hier heute in der Küche von Ju, denn ich werde den ganzen Tag für Ju kochen. Ihr wisst Bescheid, ein Tag persönlicher Koch. Und wir starten heute mit einem Klassiker, und zwar mit dem English Breakfast. Sehr entspannt für mich, weil es nicht aufwendig zuzubereiten ist, aber ich kann Ju sehr gut verstehen, weil das knallt einfach so. Das ist einfach wirklich so ein Festmahl. Das bereiten wir zu. Ich zeige euch erstmal, was wir brauchen. Ich habe fast alles, was zu einem traditionellen English Breakfast gehört. Champignons, Bacon, Sausages, also Bratwürste, Tomaten, Baked Beans und Eier. Man würde eigentlich noch Pudding, also Blutwurst dazu machen. Da war ich mir nicht so sicher, ob das jeder mag. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles am Start. Beziehungsweise, klar, es könnten andere Bratwürste sein, aber ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs. Und wir können eigentlich ohne weitere Vorbereitung direkt anfangen und unseren Herd anschmeißen. Ich glaube, das hier ist eine Nachricht von Mui, also nur zwei Platten gleichzeitig benutzen. Nicht drei, weil sonst anscheinend der Strom ausgeht. Könnte eine kleine Challenge werden, aber wird schon funktionieren. Also wie gesagt, wir schmeißen erstmal den Herd an. Bratwürste mache ich, glaube ich, in diesem Bräter hier. Hier oben lasse ich die Pfanne auch schon mal langsam heiß werden. Ich habe bei meiner Recherche auch gehört, dass so ein English Breakfast 1000 Kalorien hat. Ist also auf jeden Fall ein leichter Start in den Tag. So, ich fange direkt mal an mit unseren Tomaten. Das sollte aber schon reichen auf jeden Fall. Die wasche ich kurz und dann holen wir den Strunk raus. Die einzige weitere Sache, die wir schneiden müssen, sonst ist quasi wirklich alles schon fertig, ist Toastbrot. Und zwar teilen wir das einfach in so klassische Sandwich-Drittel. So. Das war's mit Schneiden. Fertig. So, ich gebe jetzt mal die Bratwürste hier in die Pfanne. Die brauchen, wie gesagt, am längsten, deshalb geben wir sie als erstes hinein. Wir nutzen dafür so eine Grillpfanne, dann kriegen die auch noch so ein schönes Muster drauf. Parallel mache ich drüben schon mal den Backofen heiß, weil es gibt bestimmt ein paar Sachen, die wir warm halten müssen. Gerade wenn wir nur zwei Herdplatten benutzen können. Ist leider wirklich nicht super viel Platz, mit dem ich arbeiten kann. Aber ich werde ihn hier wegen der Größe antauschen und dann rübergeben. So, Bacon und Bratwürste sind schon am Anbraten. So, ich gebe jetzt hier zu den Bratwürsten in die Pfanne unsere Tomaten. Die Tomaten tosten wir so quasi von einer Seite ein bisschen an. Wir wollen aber nicht, dass sie super weich werden. Also es geht wirklich nur darum, ja, so ein bisschen Röstaromen ist vielleicht falsch, aber da so ein bisschen Geschmack noch reinzubekommen. Unser Bacon wird langsam crispy. Das wollen wir gar nicht unbedingt. Also ich gehe auf jeden Fall mal mit der Hitze runter. Kommt jetzt nochmal auf die andere Seite. Beziehungsweise, nee, ich ziehe ihn jetzt schon raus. Mehr soll es einfach nicht sein für ein English Breakfast. Fett ein bisschen abtropfen lassen und dann können wir hier in die Pfanne direkt, soll auch schön so brutzeln, unser Sandwich reingeben. So, die Tomaten kommen auch raus, kommen auch in den Ofen zum Warmhalten. Dann geben wir ein bisschen Butter an die Stelle, wo die Tomaten waren. Dorthin kommen dann einfach ein paar ganze Champignons. Toast ist angetoastet, der wird auch warm gehalten und hier kann auch alles raus. Und dann gebe ich jetzt einfach unsere Beans hier rein. Dann kommt hier oben Öl in die Pfanne und wir können unsere Eier reinschlagen. Wir wollen die schön crispy haben. Hallo, herzlich willkommen in meinem Video. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Hat sich schon mal gelohnt, dass ich hier bin, oder? Ich wollte eigentlich nur das Essen zeigen, aber war auch gut. Also wir haben hier Tomaten. Ich habe eigentlich alles von einem klassischen English Breakfast, außer Blutwurst, weil ich war mir nicht sicher, ob du das liebst. Die Leute lieben es nicht. Ich bin auch ein bisschen am Sweaten, muss ich sagen, weil irgendwie ist es hier warm geworden. Aber wir müssen jetzt einfach essen. Bei mir läuft das so. Du nimmst hier vor allem was, worauf du Bock hast. Nimmst eine Gabel und dann geht die Kamera aus und dann isst du ganz in Ruhe und dann erst geht sie wieder an und du bewertest. Achso. Also bedien dich. Ey, das ist doch so ein geiles Frühstück, oder? Das ist ein übergeiles Frühstück. Ja, nice. Ey, war immer so ein Traum, irgendwann so einen Koch zu haben. Was liebst du am English Breakfast so, Drew? Boah, ich liebe ja Bohnen, ne? Boah. Gut, dass ich zwei Dosen gemacht habe. Ey, ich könnte es trinken einfach. Für mich wie Hotel-Buffet, kennst du dann? Ja, wirklich. Genau das. Ich habe auch dieses Essen überhaupt erst kennengelernt in Hotels. Ja. Ganz wichtig, für mich zumindest, zu so einem Frühstück, Ketchup. Echt? Findest du gottlos? Ja, ist auf jeden Fall. Das ist richtig, das Ganze hier. HP-Soße ist ja die klassische Soße dazu, habe ich aber nicht bekommen, leider. HP Baxter kenne ich nur. Also dann lasst es euch schmecken. Gut, fertig geworden, ja. Alles weg. Du hast hier noch eine kleine Portion fertig gemacht? Ja, für später, so to go einfach. Ja, wie hat es dir geschmeckt, Drew? Sag. Das ist geil, war so Flashbacks in meiner Zeit, wo ich nur in Hotels gelebt habe. In dieser Zeit gibt es gar nicht mehr. Ey, ich liebe einfach English Breakfast. Die Wurst war mega geil, das Brot. Alter, das hat alles getoppt so. Geil. Also perfekt auch, Speck auch perfekt. Eigentlich esse ich ja morgens nichts, weil ich ja immer intermittierendes Fasten mache. Aber ey, Cheat Day heute. Ich habe schon im Video gesagt, es hat wahrscheinlich so 1000 Kalorien. Das 1000 Kalorien hatte das jetzt? Vielleicht, ja.
Okay, gut. Du hast es dir gewünscht. Ich hab's mir gewünscht, ja. Jetzt wird's schwer, jetzt musst du das Ganze in eine Note packen. Ich muss dazu sagen, Leute, Ju hat sich Saft von mir gewünscht. Ich habe frischen Blutorangensaft geholt und hab ihn vergessen. Okay, dann kriegst du auf jeden Fall einen Minuspunkt. Dann auf jeden Fall 9 von 10, Digga. Wow, 9 von 10, stark. Digga. Ey, das ist doch ein guter Start in den Tag. Ich sag euch ehrlich, das Mittagessen wird anders. Das wird anders, das ist so sternemäßig. Und ja, dann sehen wir uns zum Mittagessen. Geil, Alter. Ey, so lebe ich gerne. So, Freunde, weiter geht's mit dem Mittagessen. Und ich habe da was ganz Besonderes vor. Und zwar hat Kevin Romes letztens für mich Lachs in der Spülmaschine gemacht. Was erstmal komisch klingt, das war aber einfach nur so für Entertainment eine Zubereitungsart. Er hat das Ganze aber mit grünem Spargel gegrillt und Polenta gemacht. Und ich habe das gegessen und ich dachte mir so, Alter, das muss ich für jemanden kochen. Deshalb ist Ju jetzt der Glückliche, der das von mir gekocht bekommt. Wir fangen direkt an. Ich bereite den Lachs nicht in der Spülmaschine, sondern sous vide zu. Ich habe hier 4 Lachsfilets, weil Ju's Team auch mit ist. Machen wir ein bisschen größere Portionen. Wir geben hier einfach so schön unser Lachsfilet in den Vakuumierbeutel und dazu ein bisschen Butter. Das würde ich auf Thymian oder sonstige Kräuter, würde ich gut drin machen. Ich habe sie einfach vergessen. Sous vide habe ich euch ja, glaube ich, schon mal erklärt in einem Video. Man packt das Ganze einfach in diesen Beutel in ein Wasserbad, das überall die gleiche Temperatur hat. Und so zieht dann der Fisch auf die perfekte Kerntemperatur. Und das Einzige, was man dann am Ende noch machen muss, Röstaromen zu verpassen, indem man ihn in die Pfanne haut. Wenn dann alle Filets eingeschweißt sind, schnappen wir uns hier unseren Sous vide Stab. Man braucht es wirklich nicht, man kann es auch mit einer Spülmaschine machen. Guckt euch, wie gesagt, das zu Kevins Video an. Und jetzt stelle ich hier die Temperatur auf 50 Grad. Und so geben wir das Ganze jetzt einfach in den Topf hinein. So, und das Wasserbad wird jetzt auf 54 Grad erhitzt. Dadurch kriegt der Fisch auch 54 Grad. Und hier steht schon die Pfanne für den Spargel bereit, aber wir setzen als erstes die Polenta auf. Und zwar brauche ich jetzt 500 ml Schlagrahm und 500 ml Vollmilch. So, ich mache direkt mal ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Man könnte jetzt auch schon frische Muskatnuss dran machen, aber Alex aus Ju's Team ist allergisch, deshalb mache ich das zum Schluss erst rein. Wir bereiten aber auch direkt mal unseren grünen Spargel vor. Das wird keine Riesenmahlzeit jetzt. Wir sind auch, glaube ich, alle noch sehr gut gesättigt von dem English Breakfast. Wir nehmen für jeden einfach 3-4 Stangen Spargel, dann passt das Ganze auf jeden Fall. Bei unserem Spargel schneiden wir unten 2-3 cm ab. Ich habe jetzt gerade auch das Licht entdeckt. Während ihr die Milch und den Schlagrahm aufkocht, auf jeden Fall immer umrühren, damit das Ganze nicht anbrennt. So, die Milch ist jetzt einmal aufgekocht. Das heißt, wir geben jetzt 100 Gramm Polenta dazu. Und ich gebe die 100 Gramm rein. Es ist wirklich nicht viel, denkt man zumindest. 100 Gramm auf 1 Liter. Aber ihr werdet gleich sehen, ja, die gesamte Polenta absorbiert die Flüssigkeit. Und dann hat man wie so, wie so einen herzhaften Grießpudding eigentlich, nur mit Mais. So, wenn das nochmal so aufkocht, dann gehen wir auch wirklich ganz runter auf eine niedrige Hitze. So, über unseren Spargel geben wir ein wenig Öl, einfach nur damit wir ihn gleich besser anbraten können. Wir werfen das Ganze ein bisschen durch und dann salzen und pfeffern wir einmal. So, wie ihr sehen könnt, ist die Polenta schon gut angedickt. Das heißt, für uns ist es Zeit, jetzt nochmal einen ordentlichen Stich Butter daran zu geben. Die Bratpfanne ist schön heiß geworden und wir geben den Spargel rein. Ich erinnere mich gerade, dass Kevin das gestern mit einem Schneebesen gemacht hat. Dementsprechend hätte ich es wahrscheinlich auch tun sollen. Es hat auch so ganz kleine Klümpchen drin, aber ich glaube, es ist überhaupt kein Problem. So, wir holen mal den Spargel raus, geben aber in die Pfanne direkt schön hitzebeständiges Erdnussöl. Den Fisch hole ich aus den Vakuumbeuteln und dann droppe ich ihn zum Anrösten hier hinein. Und jetzt richten wir das Ganze nur noch hübsch an und toppen es mit ein bisschen Zitrone. Also Ju, es ist ein bisschen stickig hier unten, weil ordentlich gegrillt wurde und gebraten wurde in der Pfanne. Ich hoffe, es schmeckt dir. Es ist eine Polenta mit gegrilltem Spargel und Lachs. Polenta. Ja. Okay, lass dir schmecken. Ja, geil. Ein sehr sommerliches Essen auf jeden Fall. Mmh. 10 von 10 kann ich jetzt schon sagen. Das war lecker. Ich bin nicht fertig geworden, kein Disrespect ans Essen, aber ich bin aber jetzt schon so voll. Das English Breakfast hat halt einfach geklatscht. Ne? Halt, ja. Super lecker Kombination, Lachs hier, die Polonaise hier, das Grünzeug hier. Dein Wunsch war ja fresh, proteinreich. Lustig, ich bin halt laktoseintolerant, das habe ich dir nicht gesagt. Hat er nicht gesagt und da ist viel drin auf jeden Fall. Ich dachte, das ist so der Standard so bei asiatisch geprägten Menschen, dass die halt laktoseintolerant sind. Mega, mega lecker, mega lecker. Das war wirklich eine 10 von 10. Wirklich eine 10 von 10. Also ich habe auch sowas noch nie gegessen, ne? Weil ich esse ja eigentlich kein Fleisch und so. Und Fisch? Fisch esse ich eigentlich auch nicht. So wie meine Religion eigentlich. Echt mega, mega lecker. Geil. Ich habe das gestern auch zum ersten Mal gegessen und mich hat so umgehauen, dass ich es heute für dich machen wollte. Deshalb war ich mir schon sicher, dass es dir bestimmt gut gefällt. Aber Leute, ich habe jetzt eine halbe Stunde gekocht. Ihr müsst das nachmachen, sonst seid ihr übelst dumm. Kommen wir auch zum Abendessen, Leute. Es ist der Tag vorher und ich habe hier ungefähr 1 Kilo Hähnchenflügel. Maisstärke, Salz,
Backpulver. Ich mache die Vorbereitung für unsere Chicken Wings. Dieses Rezept wollte ich schon super lange machen und heute ist es endlich soweit. Ich habe die einfach ganz gekauft, die Hähnchenflügel. Man führt dann hier so, wo es weich ist, und dort entlang setzen wir dann einen Cut. Und dann schneiden wir von der Gegenseite ebenfalls durch. So trennen wir dann die Flügel in zwei Teile auf. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ich glaube irgendwie Drum und Flap. Keine Ahnung. Das geben wir dann hier rüber. Das mache ich mit den ganzen Hähnchenflügeln, die ich jetzt hier drüben habe. Und dann kommen wir zu den Vorbereitungen. Wir lassen die Chicken Wings über Nacht im Kühlschrank sitzen. Das ist jetzt 1 Kilo und wir geben 2 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Speisestärke und 2 Teelöffel Backpulver dran. Und so werten wir das Ganze jetzt durch, bis das gesamte Pulver aufgenommen ist von den Flügeln. So sollte das aussehen. Jetzt schnappen wir uns einen Rost und breiten die Flügel darauf aus. So, ihr habt es gesehen, ich habe gestern Abend eigentlich nur diesen super einfachen Schritt gemacht. Wir gucken uns mal an, wie die Wings jetzt aussehen. Hier sieht man es relativ gut, also die Haut ist oben echt trocken. Es haben sich auch wie so kleine Bläschen gebildet auf der Haut und ich glaube, damit kriegen wir super crunchige Chicken Wings hin. Dazu gibt es ganz klassisch Sellerie, also einfach nur so Sellerie-Sticks, Ranch Dressing, und die Wings werden ja wie gesagt Hot Wings, das heißt, ich mische ein bisschen von dieser Frank's Red Hot Sauce mit Butter und Knoblauch. Das ist alles. Hier habe ich 4 Knoblauchzehen, die habe ich von Mui geklaut. Wir haben aber für alles relativ viel Zeit, weil die Wings halt im Ofen schon noch eine Weile brauchen. Dazu schneide ich einfach noch ein bisschen Sellerie klein. Und jetzt ist auch endlich der Backofen vorgeheizt. Wir legen ein bisschen Backpapier unter, kommen unsere Wings drauf. Und zwar erstmal für 20 Minuten. So Leute, es ist soweit. Wow, die Sounds alleine. Ihr seht es hier unten, ist super viel von dem Öl rausgekommen. Ich werde das Ganze jetzt mal vorsichtig wenden, damit wir die andere Seite auch so schön crispy bekommen. Und jetzt kommt das Ganze für etwa 20 weitere Minuten in den Ofen. So Leute, hier in unserem Topf machen wir so 30 Gramm Butter hinein. Dazu pressen wir unseren Knoblauch. Wir lassen den Knoblauch aber nicht braun werden, sondern es geht wirklich nur darum, ihn so ein bisschen zu dünsten, damit er halt nicht mehr so scharf ist. So, der Knoblauch ist schon am Bubbeln. Das heißt, wir geben jetzt 3 Esslöffel von unserer Frank's Red Hot Sauce hinzu. Und die rühren wir jetzt ein. Guckt euch das mal an, Leute. Man hört einfach nur, wie krank knusprig das Ganze ist. Und so geben wir es jetzt einfach in unsere Schüssel hinein. So, wir geben das jetzt hier drüber und shaken einmal durch. Es ist soweit. Ich wollte das so lange schon machen. Wirklich. Ich bin sehr happy. Sehr schön golden brown geworden. Und du, es ist natürlich jetzt das Wichtigste, wie dir das Ganze schmecken wird. Sehr knoblauchig. Ja. Magst du? Mag ich sehr gerne. Sehr gut. Heute habe ich ausnahmsweise mal kein Date, deswegen passt das eigentlich auch ganz gut. Sonst hast du immer ein Date, ne? Ja, sonst habe ich jeden Tag ein Date. Ist auch sehr anstrengend, ne? Ja. Agenda muss gefüllt werden. Ob jeder kennt's, ne? Boah, ist heiß, ne? Boah, heiß, aber geil. Boah, diese Palisade oder da, was da drauf ist. Was? Panade? Es ist keine Panade. Es ist keine Panade. Was ist es denn? Boah, ich bin sehr happy. Boah, das ist mega gut. Ich finde es gerade auch echt lecker. Wir sparen uns ein bisschen was davon für nach dem Stream auf, weil wir gerade am Stream sind. Ey. 10 von 10 wieder. Sagen viele Leute immer 10 von 10? Ist das wack? Gibt schon einige, die es sagen, aber selten hat es so gestimmt wie heute. Ich war heute auch so happy mit allen Sachen, die wir gegessen haben. Ich war sehr krank. Aber wenn du jeden Tag da wärst, Alter, ich sehe anders aus. Ehrlich krank, das muss jeder nachmachen. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und wir sehen uns bei der nächsten Woche. Einen Tag persönlicher Koch. Ja. Ciao.